Hey Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer neuen Prognose. Und zwar geht die Fußball-Bundesliga wieder los mit dem Spiel in FC Bayern München gegen FC Schalke 04. Das Eröffnungsspiel der neuen Saison. Und ich kann euch nur mal sagen, es wird ein geiles Spiel. Der FC Bayern München, der amtierende deutscher Meister gegen den FC Schalke in der Rückrunde letzter Saison. Jetzt nicht so die allerbeste Leistung gezeigt haben und in der Vorbereitung jetzt auch nicht gerade so geglänzt haben. Und der FC Bayern München mit den Triple von der verletzten Saison auch gerade mal vor ein paar Wochen eingefahren. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare tippen, wie das Spiel ausgeht. Würde mich schon mal interessieren, wen ihr eher die Daumen drückt. Den FC Bayern München oder den FC Schalke 04. So, heute erstmal kommt erstmal, wie gesagt, eben gerade die Prognose des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 und morgen um 12 Uhr. Das heißt, Samstag um 12 Uhr kommt die Sportschau und zwar die andere Konferenz, wo alle 15:30 plus das 18:30 Uhr Spiel in einem Video sind. Und am Sonntag kommt wahrscheinlich auch um 12 Uhr, wenn ich es könnt ihr nochmal auf Instagram nochmal erfahren, dass die beiden zwei Sonntagsspiele oder drei Sonntagsspiele, bin ich mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall die Sonntagsspiele in einem Video und ja, auf jeden Fall könnt ihr euch fast, dass wir so gut wie möglich jede Woche die Prognose raushauen. Und auf jeden Fall, wenn euch das gefällt, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr wirklich keine Prognosen, kein Video oder sonstiges mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr die Links unten alle abcheckt. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir rein in das Spiel. FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Ja Jungs, die Bundesliga geht wieder los und wie immer bekannt, der ehemalige deutsche Meister beginnt mit der Saisoneröffnung, und zwar der FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Also FC Bayern München nach dem Trippelsieg vielleicht gut performt, gleich in den ersten Spielen gegen Schalke. Erste Situation der FC Bayern. Fährmann hat aber diesen Vorschuss fest, aber der nachfolgende Abschlag geht ins Nichts. Leroy Sané fängt ab, Goretzka legt auf Robert Lewandowski am Pfosten und Leon Goretzka im Nachfassen mit dem 1:0 für den FC Bayern München. So, der Ex-Schalker bringt den FC Bayern München hier mit 1:0 in Führung und direkt in der 6. Minute der FC Bayern zeigt einfach direkt, warum sie die Champions League gewonnen haben. Aber der FC Schalke lässt sich nach dem Tor nicht verirren, gleich direkt im nächsten Anschluss. Nach dem Anschluss direkt Harit in die Mitte, Alaba lässt abprallen, aber Suazerda mit dem Abschluss, aber knapp am Pfosten vorbei. Aber der FC Bayern bleibt immerhin stark. Robert Lewandowski sieht Leon Goretzka in der Mitte, der einfach souverän einnetzt und souverän den Ball nimmt und souverän abschließt. 2:0 für den FC Bayern München. Leon Goretzka bringt den FC Bayern München, den deutschen Rekordmeister, hier mit 2 Toren Vorsprung. Und ich sag's nur, gegen den Ex-Club Doppelpack zum Saisonstart. Einfach nur sensationell, allein schon die Übersicht von Robert Lewandowski. Und die Abnahme ist noch umso schöner. Oh, Leon Goretzka mit dem 2:0. Aber Schalke geht langsam wirklich ans Limit. Rote Karte für Salif Sané. Und ja, das ist auf jeden Fall für eine Notbremse gegen Robert Lewandowski, der auch am Strafraum liegt. Robert Lewandowski mit dem Elfmeter. Aber Ralf Fährmann kann den Ball parieren. Und somit bleibt es immer noch beim 2:0 und die zweite Halbzeit wird gleich wieder gut starten hier. Robert Lewandowski sieht Leroy Sané, der wieder in der Bundesliga zurück ist. Und Ralf Fährmann hat den Ball gerade noch souverän gehalten und Schalke macht es direkt weiter. Rote Karte Nastasic, beide Innenverteidiger raus. Also hier geht's richtig zur Sache. Hier sehen wir nochmal das Foul gegen Zirkzee. Aber das soll am Ende nichts gebracht haben. Der FC Bayern München gewinnt das Auftaktspiel gegen den FC Schalke 04 mit 2:0.